Und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und jawohl, es ist, ich habe ein bisschen gepinselt. Und die Bühne ist jetzt soweit fertig. Wir haben hier sogar eine kleine Tanzfläche. Wir haben schöne Stehtische. Und ein Ding ist jetzt noch nicht okay. Wie ihr seht, sind hier jetzt noch überall nicht angepinselt. Hinter diesen Dingern ist quasi noch nicht angepinselt. Und das ist jetzt natürlich nicht so schön. Aber ich habe nicht genug von den Metalldingern. Das heißt, wir müssen die erstmal wieder in die Schmiede werfen und anschalten. Und ich hoffe, mir gehen dabei dann nicht die Leuchten da kaputt. Das wäre nämlich ärgerlich. So, hier haben wir jetzt auch soweit alles angemalt. Der Cerberus ist komplett weiß angemalt. Und ich habe ein kleines, ja, Weihnachts-Adventszeit-Special gebaut. Einfach mal schnell so im Stream. Und das will ich euch jetzt natürlich auch zeigen. Und für draußen hatte ich jetzt noch keine Zeit, noch keinen... Ich weiß noch nicht, wie ich das anmalen soll, deswegen habe ich das noch nicht. Aber wie ihr seht, der Cerberus ist fertig. Und Cerberus hat jetzt einen neuen Freund. Ein kleines Rentier. Ich habe das mal gebaut, weil es ist ja Adventszeit und wir hatten sowieso Beton übrig. Und deswegen gibt es jetzt hier noch den kleinen Rudolf. So ein klitzekleines bisschen wenigstens. Warte, wir machen mal so. Und tada, da ist der kleine Rudolf. Jetzt kriege ich den gar nicht ganz drauf, ne? Es ist einfach nur eine abstrakte Figur. Machen wir mal Licht an, dann sieht man vielleicht mehr. Es war gar nicht so einfach, weil ich wieder mal überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich den jetzt eigentlich bauen soll. Irgendwie sieht es jetzt, ja, ein kleiner Rudolf, weißer Bauch. Und ja, genau. Eine wunderschöne Adventszeit wünsche ich damit allen und jedem, der, ne, der das macht und möchte. Und da haben wir jetzt so den kleinen Rudolf mit, ne, mit kleinem Puschelschwänzchen hier. Jawohl, den haben wir gebaut. So, und ja, was haben wir denn noch? Wir haben ja, also es war leider so, Donnerstag die Folge, die war total kaputt. Ich weiß nicht warum. Beziehungsweise YouTube hat da rumgesponnen. Ich habe das Video hochgeladen. Der hat das nicht verarbeitet. Der ist bei 95% stehen geblieben. Das habe ich dann auf Twitter und Discord und Facebook überall gepostet. Wir haben nämlich hier die Falle hier gebaut. Und ja, der hat das Video hochgeladen. War fertig hochgeladen, hat es aber nicht verarbeitet. Das stand dann bei 95% verarbeitet und da passierte nichts. Dann dachte ich mir, okay, es dauert halt wieder vielleicht sehr, sehr lange. Dann habe ich dem einfach mal so über Nacht lassen und am nächsten Tag. Dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht gehen, das kann absolut nicht angehen. Und habe das ganze Video komplett gelöscht, aus der Playlist rausgelöscht, aus YouTube rausgelöscht. Und habe es nochmal hochgeladen. Und dann hat es wunderbar funktioniert, bis auf Verarbeitung 95%. Und dann hat er das beim zweiten Mal hochladen auch nicht gemacht. Es ging dann zwar eine Zeit lang, konnte man das noch anschauen, obwohl es quasi als gelöschtes Video drin war, was ich nicht verstanden habe dann. Weil ich habe ja das alte mit der identischen ID und so war ja eigentlich weg. Das haben wir ja komplett weggelöscht. Und ja, das wollte YouTube einfach nicht annehmen. Und da haben wir nämlich die Falle hier gebaut. Und die werden wir dann jetzt auch heute testen. Beziehungsweise morgen, glaube ich, dann erst. Sinn und Zweck ist, die Zombies sind hier, ne, die können hier nicht hoch. Ich komme nämlich auch nicht hoch. Es ist zu steil. Das sind umgedrehte Wedges. Das heißt, das wäre jetzt quasi eine Rampe. Eine Rampe wäre das jetzt. Aber halt komplett falsch rum. Ja, das wäre quasi, wenn wir hier von den Gitterstäben aus losfahren würden, dann hier die Rampe nach oben kommen würden und hier unsere Basis wäre. Aber wie ihr seht, wenn ich nicht renne, komme ich da auch nicht hoch. Und wenn ich renne, komme ich nur sehr schwer hoch. Und für die Zombies ist das absolutes, ja, geht nicht. Ein absolutes komme ich nicht hoch. Und ich habe das jetzt auch mal hier gemacht, dass ich diese Wände, ja,
Also ich könnte auch mal runtergehen. Die Wände habe ich jetzt nämlich auch so gemacht. Normalerweise kommt dann hier kein Schaden mehr hin. Und die Affen würden sich wirklich schön unter der Falle hier sammeln. Und das ist nämlich auch hier. Die Rampe ist zu steil. Das Wedge-Tip, schräger Wedge-Beton, Wedge-Tip und nochmal schräger Wedge-Beton. Und hier halt dann die Ecken dazu. Also einfach mal gucken, wie das dann so funktioniert. So, hier muss ich jetzt so machen, weil sonst komme ich da nicht hoch. So, so, so und so. Jawohl. Genau, gut. Also, dann würde ich sagen, wir fahren aber mal ein paar Händler ab. Wir sind soweit eigentlich gerüstet. Schon wieder looten gehen. Ja, wir waren zweimal im gleichen Haus, weil immer die gleiche Quest gibt. Da muss es dann auch nicht sein. Wobei es ja jedes Mal ein anderes Erlebnis ist, ne? Ich würde sagen, warte mal, die zwei Holz, die kann ich jetzt wegtun. Dann nehmen wir mal die Händlerkiste mit. So, wir nehmen das hier mit, wir nehmen das mit. Die können wir, glaube ich, auch verkaufen. Den können wir verkaufen. Ich habe hier nämlich, das ist eigentlich unsere Müllkiste. Ich habe vergessen, die zu sortieren. So, jetzt schauen wir hier gerade noch durch. Wir können das Fünfe verkaufen. Die. Dann. Was habe ich denn für eine Schrotze eigentlich? Eine Sechser Pistole können wir verkaufen. Hier das ganze Drogenzeug können wir verkaufen. Brauche ich nicht. Die können wir nehmen. Die brauchen wir auch nicht. Jupp. Was kriegen wir hier noch verkauft? Ne, das will ich behalten. Also, das tun wir aber mal raus hier. So. Jawohl. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hatte doch auch eine Schrotflinte, ne? Ah, ich hatte aber nur eine Vierer-Schrotflinte. Guck mal. Bevor wir die Fünfer verkaufen, können wir gucken, modifizieren, ob die nicht besser ist. So, warte, die da abschließen. Na, mal hier. 17 Schaden. 18 Schaden. Ich finde das so bescheuert. Raum pro Minute auch schlechter. Das heißt, die sind allen besser. Ja, dann behalten wir die Vierer. Total bescheuert. Total bescheuert. Und so, Schrotze wieder rein, dann wird die Fünfer jetzt auch verkauft. Okay. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht, ne? Warte mal, hätten wir noch ein paar Quests, die wir so erledigen können? Wo waren die jetzt? Ah, hier, warte mal. Bärenhunger. Challenge. Made my good guy. Oh Mann, oh Mann. Und noch eine Challenge. Die will ich alle gar nicht machen. Die will ich alle gar nicht machen. Dann brauchen wir definitiv noch mehr Munition. Füll mal die da mal auf. Und ich habe gar keinen normalen Schuss mehr, ne? Eieiei, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, dann muss das reichen. Müssen wir das mit der Pistole machen. So, wir lesen die da einmal. Kill some Zombies. Jawoll. Lesen. Akzeptieren. Lesen. Akzeptieren. So. Kill Zombie-Soldaten. Ach, die kriegen wir ja hin. Die kriegen wir ja locker hin. So, das hier. Auftanken. Und dann fahren wir darüber. 600 Meter. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Ja, am Anfang, wo ich halt so Herausforderungen, ouch, angenommen habe, die waren einfach zu heftig. Der Pfeil und Bogen mit Steinpfeilen beladen. Und was war dann? Wir haben Nacktfrösche bekommen und grüne Ferale und. Wo ich mir dachte, nee, das ist unmöglich. Das ist absolut unmöglich zu schaffen, ganz am Anfang. Aber ich glaube, mittlerweile ist das locker machbar. Wir haben ja jetzt eine AK. Damit geht es locker, locker, locker. Also, wo ist die Quest? Die müsste doch jetzt gleich hier 100 Meter, 150. Ah, ist meine Kohlemine. Meine wunderschöne Kohlemine. Da ist es. Da ist es. So, dann Soldaten, ne? Das sollen normale Soldaten sein. Ja, das sind ganz normale Soldaten. Autsch! Ich wollte dich treffen, du sollst doch nicht mich treffen, Mensch. Autsch, Autsch.
Ja, dann legt ihr euch in den Schnee, ne? Da legt ihr euch alle... Au, hinter mir! Da legen sie sich alle in den Schnee. So. Voll auf die Birne, ne? Autsch, autsch, autsch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Jawoll, noch besser, noch besser. Komm, komm. Birne runter. Wie in Alice im Wunderland. Der Kopf muss ab. Ab mit dem Kopf. So, drauf da. Das war der Arm. Und das war der Kopf. So. Und schon braucht man keine Muni, ne? Aber es gibt ein bisschen Money Money vom Hunde. Hinlegen. Eieieiei, du Zeher, Typ du. Bäm, drauf da, sehr gut. Ah ne, der ist tot. Und der ist auch tot. Alle sind sie tot. Sehr gut. Dann haben wir die Quiz schon mal erledigt. Dann gehen wir... gut gemacht, Schwein. Die muss ich erstmal finden. Kabel, also... Die... Ne, kriegen wir auch hin. Also mein Bike steht noch irgendwo. Da steht's noch. Dann, wo sind sie? Wo sind sie? Das sind dann die ganzen Bauarbeiter quasi. Dachte gar nicht, dass das so Elektriker sind. Ich dachte ehrlich immer, das sind so... Ja, so die Bergbauarbeiten, ne? Die ihre Stahlspitzhacke schwingen und dann sind es einfach nur Elektriker. Das fand ich sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Oh, bitte nicht im zerstörten Gebiet. Da sind doch Bomben überall verstreut. Da sterbe ich durch. Ah, da war eine Bombe. Ich bin gerade an einer vorbeigefahren. Das ist immer mehr Glück als Verstand, wenn ich hier durchfahre. Mach doch alles kaputt. Da war wieder eine Mine. Da war wieder eine Mine. Weiß gar nicht. Oh, da war eine Schlange. Da war eine Schlange. So, zack. So, Schlange. Hinter dem Zombie war eine Schlange. Ich höre dich. Ah, die fliegt ja. Oh, Entschuldigung. Direkt getroffen, ne? Direkt auf die Nase. So, gib mir dein Fleisch. Lecker ist es. Lecker, lecker. Okay, wo ist die Quest? Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Ein bisschen weiter. Oh Gott, das ist echt im Zerstörten. Nein! Das ist nicht gut. Nicht gut. Naja, vielleicht habe ich Glück. Ich sag nicht, das ist im Graben. Sag bitte nicht, dass das im Graben ist. Okay, noch 100 Meter vielleicht um den Graben herum. Im Schneegebiet. Das wäre schön. Das sind doch nur ein paar Kabel, Junge. Bitte nicht in einem Haus drin. Hier irgendwie? Hä, in dem Haus da? Verstehe ich nicht. Wieso? Wieso in dem Haus? Wieso auf dem Dach da oben? Ich glaube, das sind die typischen Random-Karten, ne? Wo? Na, ich verstehe es nicht. Also, ich will aber nicht auf dem Ding hier kämpfen. Bisschen blöd. Wir aktivieren das. Und dann gehe ich runter. So, jetzt kommt zu mir. Jawohl. Jetzt habe ich auch noch das halbe Haus gleich im Nacken, ne? Ja, natürlich. Grüner Ferrara, warum auch nicht? Du bist hier nicht erwünscht, Fräulein. Oder Mister. Whatever, du Zombie, bist hier nicht erwünscht. So, fällt mal schön um. So, warte. Leg dich mal dazu. Ich hänge nur fest. Ich hänge am Kaktus fest. Ja, spiel du mal mit dem Kaktus, du Grüner. Ihr seid beide grün. Das passt doch wunderbar. So, drauf da. So, der ist Matsch. Der ist... Oh, okay, kill some Dinger. Hab ich auch fertig. Alle fertig. So, schnell die nächste Quest annehmen. Blitzdefender. Oh, nee. 200 Meter in die Richtung.
Das sind die Footballspieler und die sind böse. Die sind so schnell, die sind so böse und so schnell. Und im Diner. Oder auch nicht. Ich sehe schon, ich komme heute nicht mehr zum Händler wahrscheinlich, ne? Geier! Ah ne, der war nur betäubt. Ich wollte gerade schon sagen. Gib mir dein Fleisch. So, ich muss auch unbedingt mal gucken, dass ich mal ein bisschen mehr Karten anpflanze. Mir gehen die Chrysanthemen aus, weil ich die ganze Zeit Farbe herstelle. Und da geht mir was tatsächlich die Farbe aus. Nicht gut. Absolut nicht gut. So, Blitzdefender. Mal gucken. Wir gucken mal. So. Da. Die sind so schnell. Au. Nee, die sind zu schnell. So viele. Lalalalalalalalala. Draufballern, was es geht, ne? Die sind so verdammt schnell. Zick. Die Ferrari rennen zu schnell. Baum. Ich seh nix, ich steh im Baum. Du lebst noch, ne? Du lebst noch, Freundchen. Ah, fertig geschafft. Alle erledigt. So, wir nehmen mal einen das hier, damit ich mich schon mal hochheilen kann in der Zeit. Eieieiei, ich sag's euch. So, dann würde ich sagen, auf dem schnellsten Weg ab nach Hause. Und wir müssen auch unbedingt mal in die Postfilialen her. Ich muss mal irgendwann mal wieder nach der Post gucken. Und ich würde gerne mal hier in dieses Parkhaus reingehen und... Ach, ich habe so viel vor, ne? Und ich denke, ich werde demnächst auch anfangen, ein neues Gebäude zu bauen, weil, jetzt haben wir die Basis stehen. Wir haben, ordenssichere Bombenbasen. Und das bedeutet, da kommt uns sowieso keine Blutmundhorde irgendwie zu nah. Und das bedeutet, wir können freischnauze irgendwie was bauen. Weil, ne, sonst habe ich irgendwann zu viel Beton, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Hallo Cerberus, hallo Rudolf. Ich finde den irgendwie putzig. Na, ich habe ja damals, was war denn das, letztes Jahr? Da habe ich ja auch schon so ein kleines Weihnachtsspecial gebaut, aber im Kreativmodus. Muss ich mal gucken, ob ich das Bildchen nochmal finde. Und das ist halt jetzt mal was anderes. So. Hallo. Well, you're a sight for sore eyes. You've made my day. Das freut mich. Das freut mich. So, 500 EP, 350 Money für die ganzen Quests. Sehr schön. Nee. Ein Tier 1 könnte ich mal annehmen. Well, all right. So, let's get das the ball hier. Rolling. Ja, ich lasse den Ball rollen, kein Problem. Aber vorher tun wir alles verkaufen. Und schauen, was der gute Mann so für uns hat. Das können wir auch verkaufen. Das ist meine, die darf ich nicht verkaufen. Verkaufen, weil die schlecht war. Das ist auch meine. Und nimmst du die da auch? Der nimmt die sogar. Na gut. Die kannst du behalten. Was hast du denn Schönes, Freundchen? Was hast du denn Schönes im Angebot? Nein. Ich würde Bücher kaufen, die ich noch nicht kann. Ich würde normale Munition kaufen. Und die da wäre mal schön. Dann habe ich wieder ein bisschen was, weil ich benutze ja nur noch die Hohlspitzdinger eigentlich. Oder ich stelle die nur noch her, besser so gesagt. Tag 64 hatte wieder neue Ware. Bis jetzt, nee, das ist der ganze Kram, den ich ihm schon verkauft habe. Was hast du hier hinten noch versteckt, Freundchen? Was hast du hier noch Gutes versteckt? Einen kompletten Gyrokopter für 90.000. Du bist doch bekloppt, ey. Viel zu teuer. Nee, okay, dann behalten wir unser Geld. Das gefällt mir alles nicht. Will ich, muss ich nicht machen. So, dann würde ich sagen, wir fahren zum nächsten Händler hoch.
Der wäre hier oben. Schnelle Ding und einmal losfahren, gib Gas, Mädchen, und mach die Mucke an. Da sind wir bei Händler Nummer 2. Wir drehen mal direkt um. Und die Lady da hat irgendwo Probleme. Kann das sein? Miss, hallo. Guck mal hier. Ne? Problem beseitigt. Da ist auch nochmal einer. Den können wir auch noch schnell umklopfen. Gibt alles in Blut. So, drauf da. Töten. Und jetzt, sehr gut. Ich liebe diese Knarrels, ich liebe sie. Sollen wir wieder zu? Ich weiß gar nicht, ob wir hier gucken, ob sich das immer lohnt. Bei Händler mache ich das ja irgendwie gar nicht mehr. Ach so, die ist ja ganz, Die ist ja ganz, die ist auch ganz. Können wir auch nicht gebrauchen. Händler, ich bin wieder da. Hat was Schönes? Hat du? Oh, 18 Uhr schon? Nein! Egal. So, verkaufen. Und ganz kurz gucken, ob du was Vernünftiges hast. Schießpulver habe ich. Oh, hier, 5 Stück. Kaufe ich alle. Kaufe ich ungefragt hier. Kaufe ich alle. Das kaufen wir auch alles. Warte, Schrumpffedern wäre eigentlich auch nicht schlecht. Was hast du noch? Magazin-Mod, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt gebrauchen kann. Okay, da ist nichts dabei. Haben wir hier. Oh, guck mal. Pistolen-Pete. Kaufen. Weil die kann ich noch nicht. Okay. Thanks for shopping here. Danke auch fürs Shoppen. Tschüssi, ich muss zum nächsten Händler. Tschüssi, hab eilig. So, da drauf. Schweinchen. Nummer 1 von 5. So, schneller. Oh, warte, das ist noch gar nicht gut. Dann, stirb jetzt bitte. So, dann stirb jetzt. Genau, nee, Lady, Fräulein, Miss, ich habe keine Zeit für dich. Wir müssen auf zum nächsten Händler. Ich würde nämlich gerne noch gucken, was die so im Angebot haben, bevor es in die Horde geht. Deswegen gib Gas, Mädchen. So. Da hinten stand zwar ein Puma, aber ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt auch keine Zeit, hier die ganzen Kisten zu looten, weil ich habe Stress. Ich bilde mir ein, ich hätte Stress. Was ist los mit mir? Mit mir ist alles in Ordnung, Freundchen. So, gib mir mal dein Inventory. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Jawohl, was hast du denn alles im Angebot? Oh, warte mal, Schraubfedern. Nehmen wir mit. Muss ich schon keine Betten abschrauben? Dann hätten wir im Angebot. Nee, Generatorbank habe ich selber. Geschossspitzen, das wäre schön. Was haben wir noch? Bauker, ja, schön. Ich freue mich so, dass die endlich Deko verkaufen, ja, die Leute. Das war ja in der Alpha 17 richtig, richtig übel. Also die Bücher kennen wir schon und mehr hat da nicht. Danke, tschüssi, ich hab noch... Danke. Oh, voll gegen die Wand gekracht hier. Auf zum letzten Händler. Also mach zu und gib Gasmucke an. Los geht's. Und der letzte Händler. Der letzte mir bekannte Händler sozusagen.
Ja, aber die doch immer kurz hier reingucken. Das sind nämlich Pläne, die können wir dann schön verkaufen. Hallo! What can I get you today? Du kannst meine Sachen abkaufen. Hier, guck mal, das da und das da. Und das war's dann schon. Was hast du denn so im Angebot? Nein. Oh, das Buch. Guck mal, das kenne ich auch noch nicht. Dann können wir kaufen. Dann hätte ich gerne... Das kennen wir schon alles. Noch ein Buch, das ich nicht kann. Dann. Gut, dann haben wir alles, ne? War jetzt bei dir was bei Munition liegt. Ja, come back now. Jawohl. Okay, dann haben wir alles. Dann würde ich sagen, wir lesen das. Perfekt. Dann ab nach Hause und uns fertig machen für die Hordennacht. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr lohnende oder sich lohnende Einkaufstour hier. Ich finde es so schön, dass die jetzt richtig schön Dekokram verkaufen. Finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und jawohl, dann würde ich aber sagen, ich fahre nach Hause und wir sehen uns morgen dann quasi mit der Horde direkt. Nur die Horde wird wieder eine Hordenfolge. Und wir testen mal die neue Falle und lassen Zombies fliegen, oder? Das ist doch ein Plan. Und genau, deswegen würde ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.